Na gut, wir haben Jesaja Kapitel 46 aufgeschlagen und ich möchte heute, also ich habe lange überlegt, ob ich heute über dieses Thema predigen soll. Ich möchte mit euch reden über die Souveränität Gottes, was es bedeutet, dass Gott souverän ist. Und ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit diesem Thema und ich muss sagen, je mehr ich über die Souveränität Gottes weiß, desto größeren Frieden finde ich darin. Wir werden uns heute unsere Arbeitsstiefel anziehen und in die Bibel gehen und uns mit schwerer Theologie beschäftigen und später aber sehen, was das Großartiges für unser Leben bedeutet. Also bitte habt etwas Geduld mit mir. Aber die Bibel sagt, dass man Gold und Diamanten in Minen findet und manchmal muss man, um die Weisheit Gottes zu bekommen, auch schwere Arbeit vollbringen, um am Ende einen Edelstein zu finden. Ich glaube, die Lehre von der Souveränität Gottes ist genauso ein Edelstein. Ich glaube, die Souveränität Gottes ist der Grund, warum wir absolut Frieden und Ruhe in den turbulentesten Zeiten haben können. Und wann brauchen wir das mehr als jetzt? Also, ich hoffe und bete, dass wir heute diesen Edelstein noch sehen werden und dass es mir irgendwo gelingt, euch das da herauszubringen. Also bitte haltet mich im Gebet. Wisst ihr, vor, ich glaube, 3 Jahren kann ich mich noch erinnern an eine Unterhaltung, die ich hatte mit meinen Eltern im Wohnwagen, als wir von der Hochzeit von der Marilyn heimgefahren sind. Und ich habe da gerade gelesen von Saul. Und Gott sagt zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul als König eingesetzt habe. Und ich war verwirrt von dem. Ich habe mir gedacht, Gott bereut es, dass er Saul eingesetzt hat. Und ich habe fälschlicherweise diesen Schluss gezogen, dass Gott zwar im Moment allwissend ist, aber die Zukunft selbst nicht so ganz genau kennt. Und das ist eine Irrlehre. Ich bin so froh, dass ich es jetzt besser weiß. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen in der Bibel, um eine Wahrheit auf Kosten der anderen zu opfern, wie die Zeugen Jehovas das machen zum Beispiel. Sie sehen in der Bibel, dass Jesus Christus der Mittler ist, der Sohn ist. Und weil sie diese Wahrheiten sehen und ihrem Kopf es nicht zusammengeht, dass er auch noch Gott ist, schreiben sie die Stellen um in ihrer Bibel, wo steht, dass Jesus Gott ist. Also, die Souveränität Gottes, was es bedeutet, dass Gott souverän ist, ist ein ähnlich heikles Thema. Wir können nicht die Stellen auf die Seite nehmen, wo Gott souverän ist, und gleichzeitig können wir auch nicht die Stellen hernehmen, wo das Mitfühlen Gottes sichtbar wird. Ja? Wenn er sagt, es reut mich, dass Saul König geworden ist und so weiter, heißt das, dass Gott es bereut? Dass Gott einer seiner Taten bereut? Dass Gott etwas herbeigeführt hat, was er jetzt tatsächlich bereut und sich wünscht, er hätte es nicht getan? Das war mein Trugschluss. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, in der Bibel steht, dass Gott Reue empfindet in dieser Stelle, einfach um sein Mitfühlen auszudrücken. Weil Gott nicht ein kalter Fädenzieher ist, kein Puppenspieler ist, der kalt irgendwo sitzt und da so zuschaut und im Endeffekt sein Ding macht, aber nicht mitfühlt, sondern solche Passagen lesen wir in der Bibel ganz oft, ja, um das Mitfühlen und den Ärger Gottes über Zorn und über menschliche Dummheit und Versagen zu lesen. Aber gleichzeitig, obwohl wir das lesen, ja, können wir das nicht außer Acht lassen, was wir heute lesen werden, dass Gott souverän ist. Bitte, fangen wir an im Jesaja Kapitel 46 und wie gesagt, noch einmal bitte, diese Bibelstellen, die wir jetzt lesen werden, wenn ich sie richtig auslege für euch oder mit euch gemeinsam, dann müssen wir sie als wahr betrachten. Und gleichzeitig, genauso wie jetzt die Göttlichkeit von Jesus und die Sohnschaft von Jesus, gehen die Dinge, die Gott von einer anderen Seite beleuchten, sind auch wahr. Und sie gehen bei Gott zusammen. Aber wir werden das noch alles sehen, was ich genau meine. Wir werden das sehen. Also, Jesaja 46. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen, ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden, eure Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Also Gott rügt hier die Götzen Israels. Israel hat sich versündigt gegen Gott und hat Götzen gedient und Gott spottet über diese Götzen, die sich die Menschen gemacht haben. Im Vers 3 lesen wir weiter. Hört auf mich, o du Haus Jakob, und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid.
Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernhin euch heben, tragen und erretten. Was für eine großartige Gnade, dass der Herr so einen Lichtblick schenkt und sagt, seine Versprechen gelten, obwohl sich das Volk Israel so schwer an ihm versündigt. Vers 5. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Da schütten sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Das ist die große Dummheit der Menschen. Wir haben die Offenbarung Gottes und es gibt Menschen, so wie Israel, die dann aber gleichzeitig diesen Gott verwerfen, weil sie was Angreifbares haben wollen, aus Materialien, die Gott gemacht hat, hingehen, einen Goldschmied bezahlen, einen Gott daraus formen und den dann anbeten und sich von ihm Hilfe erhoffen. Und wir sehen hier, wie Gott das so beschreibt und es eigentlich klar macht, wie dumm das ist. Das ist diese Zeilen, die wir gerade gelesen haben. Es ist Gott, der klar macht, wie dumm der Götzendienst ist. Dann Vers 7. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er errettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Vers 9. Gedenkt an das Frühere vor der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige vom Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Das ist der Grund, warum wir die Bibel glauben. Ja, die Leute sagen immer, wo ist denn der Unterschied zwischen eurem Gott und Allah und dem und da und wo sticht Jesus raus aus der Menge von Göttern, die existieren auf der Welt? Und das ist unsere Antwort. Der Gott, dem wir dienen, ist der Einzige, der von Urzeiten her die Zeit voraussagen kann. Einer mag vielleicht einwenden, es gibt Wahrsager, aber jeder von uns weiß, dass Wahrsager auch nur sehr begrenzt durch dämonische Macht die Zukunft voraussagen können. Aber der Beweis, dass Wahrsager nicht ultimativ die Zukunft voraussagen können, ist der, dass noch keiner von denen im Lotto gewonnen hat. Wenn sie es könnten, wenn sie die Zukunft voraussagen könnten, hätten sie schon super investiert in Aktien und im Lotto gewonnen. Nur so ein kleiner spaßiger Gedanke nebenbei. Aber das ist es, was die Bibel von allen anderen Religionsbüchern der Welt unterscheidet. Die Bibel sagt uns Dinge voraus, zu Tausenden, die auch später eintreffen. Wir sehen in den Propheten Voraussagen über Jesus, die zeigen, dass Jesus der Messias ist. Wir sehen Dinge wie zum Beispiel, ich glaube Jesaja oder Jeremia war es, der vorausgesagt hat, dass 200 Jahre später Kyros auftreten wird in Israel und den Tempel wieder aufbauen lassen wird, was so gesehen ist. Und das ist die Sache, dass die Bibel glaubwürdig macht. Die Bibel beweist, dass sie von einem allmächtigen, übernatürlichen Gott kommt, weil sie solche Vorhersagen beinhaltet, die kein menschliches Wesen und kein Engel treffen kann. Also, wir lesen hier, Gott ist derjenige, der von Anfang an das Ende verkündet. Vers 10 steht das. Und jetzt ist die Frage, warum kann er das? Ist es, weil er über der Zeit steht, was richtig ist, und weil er in die Zeit vorausschaut, oder weil er aktiv in die Zeit eingreift und seinen Plan verwirklicht? Und in Vers 10 lesen wir weiter, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Errettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Also, die Souveränität Gottes meint, dass Gott derjenige ist, der einen Plan fasst, was er tun will, und dann noch absolut in der Lage ist, diesen Plan zustande zu bringen. Schauen wir weiter bitte im Jesaja 37, Vers 21. Wir haben zum Glück schon etwas aus dem Alten Testament gelernt in den letzten Monaten und das, worüber hier gesprochen wird, ist eine Geschichte, die wir schon kennen.
Also Jesaja 37, ab Vers 21. Hier geht es darum, wo wir gelesen haben, wie der göttliche König Hiskia die Götzen wegtut und nach dem Herzen Gottes leben will. Er tut die Götzen hinweg, er macht viele, viele großartige Dinge und dann passiert eine Sache. Der Assyrer steht vor seinen Toren und will das Land einnehmen. Wir haben es gelesen, wie es vonstatten gekommen ist. Und der Assyrer lässt einen Boten kommen und dieser Bote sagt im Namen des Königs der Assyrer, sagt er, pass auf, wir haben alle anderen Götter auch weggeräumt. Die Götter der Nationen konnten niemanden schützen bisher. Also was glaubst du, dass dein Gott dich schützen kann? Ja, und er will ihm Angst machen und er verhöht ihm. Und was macht Hiskia? Er macht das einzig Richtige. Er geht in den Tempel zu Gott und legt diesen Brief, der Gott verhöhnt, vor Gott nieder. Wir haben die Geschichte schon gehört, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und wir lesen hier einen Ausdruck davon in Vers 21. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir geredet hast. Nun, dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Also, Gott spricht jetzt über diesen assyrischen König. Es verachtet dich, es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Du hast durch deine Knechte den Herrn verhöhnt und gesagt, mit meiner Menge an Streitwagen bin ich auf die Gipfel der Berge gestiegen und das äußerste Ende des Libanons. Und ich will seine hohen Zedernbäume abhauen und seine auserlesenen Zypressen und will auf seine äußerste Höhe kommen, in den Wald seines Lustgartens. Ich habe Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meinen Fußsohlen alle Ströme Ägyptens aus. Was sagt dieser König? Dieser König prahlt in seinen vielen Heerscharen. Ja? Wir lesen im Jesaja 10, Verse 5 bis 13, dasselbe Ereignis, wir schlagen es nicht auf, wo nochmal wiederholt wird, was hier gesagt wird, dass der König der Assyrer Böses im Herzen hat. Und er ist stolz und er ist prahlerisch und er will gegen Israel ziehen und für sich selbst Ehre gewinnen, sich einen Namen machen in der Geschichte, Raub machen, all diese Dinge. Und wir lesen sowohl im Jesaja 10, Verse 5 bis 13, die ich euch empfehle, zu Hause nachzulesen, und auch hier im Vers 26 eine weitere Wahrheit über diese Sache. Vers 26 sagt Gott zu diesem Assyrer, hast du aber nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Und das ist eine erstaunliche Bibelstelle. Der König der Assyrer kommt in seinem eigenen Willen und in seiner eigenen Macht mit falschen, bösen Motiven her. Aber was sagt Gott zu ihm? Gott sagt, ich habe das vorbereitet, vor der Zeit. Und das ist eine schwierige Schrift, oder eigentlich ist es keine schwierige Schrift, aber eine erstaunliche Schrift. Wir glauben immer, dass Gott so in diesem Zeitlauf steckt und gewisse Dinge zulässt und nicht zulässt. Ja? Wir finden Ruhe darin, wenn wir sagen, okay, dieses oder jenes hat Gott zugelassen. Und das ist auch wahr so, das ist richtig. Aber Gott sagt hier, pass auf, er hat es bevor der Zeit. Vers 26, wir können es nochmal lesen. Hast du aber nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet habe und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Das ist erstaunlich. Dass Gott diesen Bösen, obwohl er so böse ist, vor den Tagen der Vorzeit bereits beschlossen hat, dass er gegen Israel anziehen wird. Und wir lesen dann im Römer 9 eine Erklärung, warum Gott das getan hat. Aber wir kommen später dazu. Wir wollen noch ein paar Bibelstellen anschauen, wo klar wird, dass Gott souverän die Geschehnisse der Geschichte beschlossen hat vor der Zeit. Lesen wir bitte weiter im 1. Mose 45, Verse 1 bis 11. Und das ist bitte nur ein Auszug von Bibelstellen, die so klar darüber schreiben. Also 1. Mose ganz, ganz vorne, das ist keine Schwierigkeit, ganz vorne. 1. Mose 45,
Verse 1 bis 11. Da geht es um die Geschichte von Josef. Wer kennt die Geschichte von Josef? Josef, kennst du die Geschichte von Josef? Hast du sie im Gedächtnis so grob? Weißt du, wie Jakobs Sohn, also der Enkel von Abraham, der Urenkel von Abraham, der hat 12 Söhne, die 12 Stämme Israels quasi, ja? Und sein jüngster Sohn, ich glaube, es ist sein jüngster, oder? Ja. Vorletzter? Okay, sein vorletzter Sohn, den hat er besonders lieb. Und er schenkt ihm ein großartiges Gewand. Und dieser Sohn hat einen Traum und er träumt, pass auf, meine Brüder werden sich von mir verneigen. Das träumt er und er berichtet das, sagt, Leute, am Frühstückstisch vielleicht, weiß ich nicht. Sagt er, Leute, ich habe geträumt, ihr verneigt euch alle von mir. Ja, und die Brüder haben ihn noch mehr gehasst, als sie schon gehasst haben. Und irgendwann entscheiden die Brüder, sie töten ihn. Und dann sagt aber einer, nein, wir töten ihn nicht, wir werfen ihn in den Brunnen und dann schauen wir, was passiert. Und dann kommen die Ägypter vorbei und sie verkaufen ihn nach Ägypten, machen einen Plan, sie tränken sein Gewand im Blut und sagen seinem Vater, er ist umgebracht worden von einem wilden Tier. So, wir lesen hier an dieser Stelle, dass wir jetzt nicht alles lesen müssen, was ich gerade zusammengefasst habe, wie sich Josef wieder zu erkennen gibt seiner Familie. Also, 1. Mose 45, Verse 1 bis 11, ich bin bei 46, da ist 45. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn her standen. Und er rief, lasst jeder Mann von mir hinausgehen und es stand, und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich bei seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch herzu zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Haus über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, kommt zu mir herauf, zögert nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst und dein Haus und alles, was dir gehört. Also wir lesen hier, diese Brüder sind böse, sie fällen eine Verschwörung gegen ihren Bruder, aber dann gleichzeitig, genauso erstaunlich wie im Vers, den wir vorher angeschaut haben, steht hier, sagt Josef zu ihnen, ihr habt mich nicht hierher geschickt. Und jeder, der die Geschichte gelesen hat, weiß, dass seine Brüder darauf verantwortlich waren und dass sie aus ihrem bösen Herzen heraus eine Verschwörung gegen ihn gemacht haben. Und er sagt, aber Gott hat es verwendet. Gott hat mich hierher geschickt, damit eine große Rettung geschehe. In derselben Geschichte, 1. Mose 50, Vers 20, steht, also immer noch gleiche Geschichte, nur ein paar Kapitel weiter. 1. Mose 50, Vers 20, steht, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und das sind diese zwei Wahrheiten, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die so schwierig zusammengehen. Wir sehen der Mensch, der aus seinen eigenen Entscheidungen und aus seinem eigenen bösen Herz heraus handelt und wir nehmen nichts weg davon. Die Bibel lehrt von vorne bis hinten, dass der Mensch für seine Taten verantwortlich ist. Aber gleichzeitig sehen wir wieder und wieder und wieder, dass Gottes vor der Urzeit her, also vor der Begründung der Welt her, vorbereitet hat. Und das ist ein großes Mysterium, über das Römer 9 spricht. Und wir schauen es später uns an. Aber lasst uns noch eine
Stelle betrachten, die meiner Meinung nach am stärksten ist. Und zwar Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 13. Apostelgeschichte gleich nach den vier Evangelien. Apostelgeschichte 4, 23 bis 13. Wer es jetzt nicht schnell findet, einfach zuhören, wir lesen es ja vor. Habt ihr es? Also, Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 13. Als sie aber freigelassen waren, also es geht hier darum, dass, wer eigentlich? Ich glaube, Petrus und Johannes, genau. Petrus und Johannes reden frei über das Evangelium und verkündigen es auf der Straße. Und die Hohepriester sperren sie ein, nehmen sie gefangen, schlagen sie und sagen zu ihnen, ihr sollt auf gar keinen Fall mehr über diesen Namen Jesus reden. Und sie werden freigelassen. Und das ist diese Geschichte, wie sie freigelassen werden. Verse 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist, hast du durch den Mund eines Knechtes Vers 25. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist, was wir immer gesehen haben in der Geschichte. Sie zitieren den König David in dem Psalm, um zu sagen, okay, diese Bibelschrift ist eigentlich immer in Erfüllung gegangen, aber hier auch. Sie werden festgenommen, geschlagen und sie sagen, okay, es ist in Erfüllung gekommen, dass die Welt sich gegen den Herrn Jesus auflehnt. Vers 27, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausgestreckt zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie dies gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir haben im Johannes auch eine Stelle, wo Jesus diese großen Worte sagt, er Abraham war, bin ich. Und er gibt damit zu erkennen, er verwendet den Gottesnamen und sagt, ich bin Gott, Jahwe. Ja, er Abraham war, nicht bin ich gewesen, sondern bin ich. Er hat den Gottesnamen in den Mund genommen für sich und deswegen wollten sie ihn steinigen. Und die Bibel beschreibt uns das und sagt, die Zeit von Jesus war nicht gekommen. Und deswegen konnte er mitten durch sie durchflüchten. Er ist einfach durch sie durch hinweggegangen. Sie waren machtlos und konnten nichts tun. Warum? Weil seine Zeit nicht gekommen war. Sie konnten Jesus nicht steinigen. Seine Zeit war nicht gekommen. Und hier lesen wir in Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Die Juden haben Jesus gehasst, aus ihrem eigenen Willen heraus, und haben ihn gekreuzigt, aus ihrem eigenen Willen heraus. Aber wir sehen ganz klar, sie konnten Jesus nicht kreuzigen, als seine Zeit nicht gekommen war. Und hier in Vers 28 und Vers 27 lesen wir, dass die Kreuzigung von Jesus aber trotzdem zuvor bestimmt worden ist, wie Gott sich das ausgedacht hat. Obwohl das alles Menschen beinhaltet hat, die aus verschiedensten Motiven mitgewirkt haben, sehen wir doch, dass das alles von Gott bereitet wurde. Gut, schauen wir uns eine Erklärung zu dem Ganzen an, im Römer 9, Verse 10 bis 23, bitte. Das ganze Alte Testament ist voll von solchen Hinweisen, die darauf deuten, dass Gott es ist, ja, der alle Dinge führt, die Bösen und die Guten, der gute Gaben schenkt, aber
böse Könige einsetzt und Feinde schickt und all diese Dinge hat er vorbereitet vor den Urzeiten. Und jetzt lesen wir im Römer 9, Vers 10, so eine Erklärung. Römer 9. Habt ihr es? Ja. Gut. Schreib mir Josef an. Schau einfach bei deiner Frau mit Josef, wenn du es nicht findest. Das ist kein Problem. Bis gleich. Super. Gut, Römer 9, Verse 10. Das ganze Kapitel handelt von dem, aber ich möchte nicht alles vorlesen, der Zeit wegen. Oder, ja. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka. Also Paulus gibt hier so einen Rückblick auf die Geschichte Israels und was geschehen ist. Und da befinden wir uns in diesem Geschichtsrückblick. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Nun, wir sehen hier Gottes souveräne Entscheidung und sogar in meiner Schlachterbibel ist die nächste Überschrift, was wir gleich lesen werden, die Souveränität Gottes. Aber wir sehen hier und da diskutieren die Menschen, ob Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst, irgendwas über die Erlösung zu sagen hat. Aber wir sehen auf jeden Fall unverleugnbar, dass Gott eine souveräne Entscheidung trifft, wer was tun würde, noch bevor die Kinder überhaupt geboren wurden. Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also, wenn wir das, was die Bibel über die Souveränität Gottes sagt, uns zu Herzen nehmen, kann sehr schnell ein bisschen Verwirrung auftreten. Und das weiß ich aus Erfahrung. Weil wir uns fragen, okay, wenn Gott die Dinge so lenkt, sind wir Roboter, haben wir, was soll das Ganze? Ja, und dann ist natürlich schnell die Frage da, aber das ist doch ein ungerechter Gott. Und diese Konfrontation hat sich auch Paulus entgegengesehen, als er über die Souveränität Gottes geredet hat. Und er hat gesagt, nein, Gott ist nicht ungerecht, er kann mit seiner Schöpfung tun und lassen, was er will. Zu Mose hat er schon gesagt, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und darüber und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das heißt nun bitte nicht, dass wir nicht eifrig sein sollen als Christ, sondern es heißt, dass niemand, der zum Beispiel in Paulus Zeiten ein eifriger Jude ist und das Gesetz eifrig erfüllen will, dass das ihn näher zu Gott bringt, sondern an Gottes Erbarmen. Wenn Gott sich offenbart und sein Evangelium uns zeigt. Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und er verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Und hier ist eine Auflösung dieses Rätsels, dieses Mysteriums. Ja, wir lesen hier, Gott hat in diesem Beispiel den Pharao, so auch den König der Assyrer, so auch Pontius Pilatus, all diese Menschen aufstehen lassen, und zwar und alle Ereignisse wie auch Covid und all diese Dinge hat Gott aufstehen lassen und so vorherbestimmt, damit er verherrlicht wird. Was für eine große Ehre hat Gott sich gemacht durch die machtvolle Art und Weise, wie er das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Oder? Heute kennt jedes Kind die Arche und die ganzen Geschehnisse des Alten Testaments. Und das Teilen des Meers, Gott hat so mächtig gewirkt. Und in dieser Stelle steht, warum? Warum hat dann Gott den Pharao aufstehen lassen? Eben dazu, dass er Ehre bekommt.
Das ist das oberste Prinzip der ganzen Bibel. Lehre aus der Bibel, und das, was wir in der Bibel lesen, alle Dinge, wenn sie richtig ausgelegt werden und richtig dargestellt werden, geben allein Gott Ehre. Wozu ist Covid da? Um Gott Ehre zu geben. Warum sind böse Menschen aufgestanden? Um Gott Ehre zu geben. Und wie kann Gott durch solche schlimmen Ereignisse, die wir in der Geschichte sehen, sich selbst Ehre bereiten? Ganz einfach. In der Bibel, im Alten Testament, heißt an einer Stelle, ich hoffe, ich zitiere es richtig, dass Gott sich als heilig erweist im Gericht. Also, weil er gerecht richtet und am Gerichtstag alle Nationen, jeder Mensch, die Gerechtigkeit des Gerichtes Gottes sehen wird, bekommt Gott Ehre. Gott bekommt in der ewigen Zerstörung des Sünders in der Hölle Ehre, weil dadurch seine Heiligkeit und seine heiligen Ansprüche gezeigt werden, bis in alle Ewigkeit. Und deswegen hat Gott den Pharao, den König der Assyrer, Pontius Pilatus, die Corona-Krise, hat er aufstehen lassen, damit im Ende Ehre für ihn gebracht wird, im Gericht oder in was auch immer, in seinem souveränen Eingreifen, in seiner großen Rettung. Und nun die Frage, nun wirst du mich fragen, Vers 19, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinen Willen widerstehen? Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht übersehen, was wir gerade gelesen haben. All die Menschen, die Böses getan haben, was wir gelesen haben, der Assyrer, die Brüder von Josef, sie haben alle aus ihrem bösen Willen und aus ihrem bösen Herzen heraus gehandelt. Und Gott hasst das Böse. Das ist der Unterschied. Obwohl Gott böse Dinge, wie wir gerade gelesen haben, zulässt und vorherbestimmt, ist er derjenige, der trotzdem das Böse immer hasst. Aber der Mensch, der das Böse tut, auch wenn er sich im Plan Gottes befindet, der liebt das Böse. Und deswegen wird Gott jeden Menschen, auch wenn es seinem Gewillen gemäß entspricht, für seine eigenen Taten einmal richten. Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Also wir sehen, Gott bereitet alle Dinge vor, damit er Ehre bekommt. Ehre in der Zerstörung des Gottlosen, weil seine Heiligkeit und sein heiliges Gericht darin gezeigt wird. Ja, und Ehre darin, dass er uns rettet. Weil seine Rettung so groß ist, dass sie kein Mensch verdient hat. Die Rettung Israels hat Gott schon Ehre bereitet bis heute. Wir preisen ihn dafür, dass er mächtig ist, das Meer zu teilen und dass er mächtig ist, all das zu tun und Gott aus Israel aus Ägypten herauszuführen. Ja, und so auch wir. Gott hat uns aus der Sünde herausgeführt. Gott hat uns eine große, herrliche Rettung bereitet, an der wir keinen Teil haben, an der wir fleißig mitarbeiten hoffentlich, aber wie wir gleich lesen werden, jedes fleißige Mitarbeiten ist auch ein Geschenk Gottes, sodass kein Mensch auch nur ein bisschen Ehre für sich selbst beanspruchen kann. Wenn wir die Souveränität Gottes in der Bibel sehen, durch diese Bibelstellen, und es sind so viel mehr, bitte studiert dieses Thema, wenn ihr skeptisch seid und was auch immer. Ich weiß, es ist ein schweres Thema, weil in den heutigen Kirchen ein ganz anderes Bild herrscht. Ich glaube, es ist trotzdem nicht verleugnbar. Und wir müssen sehen, alle Dinge dienen zur Ehre Gottes. Das ist auch immer in der heutigen Zeit so, diese Theologien, die sagen, Gott muss Krankheit heilen. Ja, Gott, wenn du krank bist, das ist nicht richtig. Gott will immer, dass jeder Mensch geheilt wird. Und es ist richtig, wir sollen in der Bibel, wir lesen, dass wir Autorität haben und dass wir auch für Kranke beten sollen. Ja, aber man kann nicht einfach so sagen, Gott will immer, dass alle Leute gesund sind, weil wir sehen ja auch in der Bibel, wo die Jünger Jesus fragen, warum ist der Mensch blind? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt zu ihnen, keiner hat gesündigt. Also schon, sie haben schon gesündigt, aber um die Krankheit zu begründen, er sagt, diese Krankheit ist nicht, weil irgendjemand gesündigt hat, sondern weil Gott dadurch verherrlicht wird.
Das ist diese tröstende Sache, die wir in unserem Leben sehen dürfen, wenn wir an die absolute Souveränität Gottes glauben. Wir sehen, unsere Leben sind ganz in der Hand Gottes und er wird sich durch unsere Leben Ehre bereiten, auch durch unsere Krankheit, auch durch verlorene Kinder, auch durch Krebs oder was auch immer, durch den Tod von Verstorbenen. Es ist alles in der Hand von Gott und er wird sich selbst dadurch Ehre machen. Lesen wir Philipper. Schlagen wir Epheser 1, Vers 11 auf und halten den Finger. Ich muss selber blättern, ich habe mir leider keine Lesezeichen gemacht. Epheser ist schon schwieriger. Wo ist er? Ah, da ist er. Gut, Epheser 1, ab Vers 11. Also, ist nur ganz kurz. In ihm, also in Gott, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also wir sehen, wir haben hier einen Gott, der alle Dinge in der Welt nach seiner Weisheit und nach seinem Ratschluss wirkt. Schlagen wir auf Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 13, lassen wir einen Finger in Epheser. Aber Philipper ist nicht weit. Philipper 2, 5 bis 13. Also, Philipper 2, Verse 5 bis 13. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie ein Mensch. Was für eine große Offenbarung. Das ist so wunderbar, dass Gott, ich hab neulich darüber nachgedacht und mir gedacht, jeder menschliche Herrscher, was würde er tun? Er wird mit Atombomben auffahren und die stärksten Waffen zur Parade stellen, aber nicht so unser starker Gott. Unser starker Gott ist Mensch geworden, hat sich in die schwächste Form erniedrigt, um dort in seiner Schwachheit einen großen Sieg zu erringen. Was für eine Herrlichkeit. Also Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie ein Mensch und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen des Herrn Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für eine große Sache. Gott wirkt alle Dinge zu seiner eigenen Ehre. Und wenn wir Christen sind und den Herrn Jesus lieben, dann können wir nur jubeln bei dieser Aussage und sagen, jawohl, keine Ehre für uns, sondern alle Ehre dem Herrn Jesus. Und dann schreibt Paulus hier, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Er sagt, darum, weil Jesus das für uns getan hat. Das ist unser Motiv, unser großes Motiv, hat mit dem Thema jetzt heute nichts zu tun, aber wir sehen es wieder und wieder und wieder, die Erkenntnis Gottes, was er für uns getan hat, ist große Motivation, dem Herrn mit Gottes Furcht und Zittern zu dienen. Aber dann geht's weiter in Vers 13, denn, er gibt noch eine Begründung, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Paulus lobt sie gerade. Er lobt sie sehr und sagt, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Was für ein großes Lob. Ich hoffe, Paulus wird es auch über uns schreiben. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann sagt er aber sowas Erstaunliches wie, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und das Tun, auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und ich glaube, er meint damit Folgendes. Ich glaube, Paulus erinnert uns, dass alles, was wir haben als Christen und der Grund, warum wir Christen sind,
dass wir Christen werden wollen, dass wir die Kraft haben, christlich zu leben, dass wir Gott jeden Tag aufs Neue dienen wollen. Das alles ist einzig und allein ein Geschenk Gottes und nichts davon kommt aus uns. Er hat sie gerade gelobt dafür. Das ist wieder das Erstaunliche. Gott lobt die Menschen dafür, dass sie die Geschenke haben, die er ihnen gegeben hat. Das ist auch so ein Mysterium für mich und ich bin so dankbar dafür. Aber er sagt hier, ich glaube, dass er Folgendes sagt, dass wir erkennen, dass Gott der Urheber unseres Willens als auch unseres Vollbringens im christlichen Leben ist. Das soll Gottes Furcht bewirken. Das soll uns erkennen lassen, dass Gott Ehre verdient hat und dass wir von diesem Gott ganz und gar abhängig sind. Und man könnte jetzt sagen, okay, weil Gott ja eh alles schenkt und eh alles in seiner Hand liegt, werden wir passiv und machen nichts mehr. Nein, das ist nicht richtig. Viele Menschen sehen die Souveränität Gottes und dann hören sie auf zu beten oder werden passiv, weil sie sagen, okay, Gott hat eh alles beschlossen, ich muss nichts mehr tun. Aber Paulus schreibt hier, weil wir diese Wahrheit in der Bibel sehen, das soll uns umso eifriger bewirken, weil wir sehen, wie abhängig wir von Gott sind in allen Dingen, dass wir noch mehr Gottesfurcht haben und diese Errettung, die er uns geschenkt hat, mit Furcht und Zittern uns nicht erarbeiten. Hier steht nicht erarbeiten hier, sondern es steht verwirklichen. Diese Rettung, die wir haben, zeigt sich in Furcht und Zittern, in Gottesfurcht und in Heiligkeit und all diesen guten Dingen. Schlagen wir auf 2. Korinther 3, Vers 5, bitte. 2. Korinther 3, Vers 5, aber es ist nicht viel. Schlag nicht auf, Josef, es ist nur ein Vers. Oder zwei, mal schauen. 2. Korinther 3, Verse 5. Da steht: Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechten dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Was für eine großartige Offenbarung. Die Tatsache, Paulus, der tüchtigste aller Christen, der so viel Leid ertragen hat und das Evangelium in die halbe Welt getragen hat, sagt dieses: Wir können uns nichts anrechnen. Er kann sich für all diese großen Dinge, obwohl Gott ihn dafür belohnen wird, keine Frage, aber er kann sich all dieser Dinge nicht ein bisschen rühmen, weil Gott der Urheber in jedem bisschen dieser Tüchtigkeit ist. Also, wenn wir das ernst nehmen, was das für einen Einfluss auf unser Leben hat, ja? Jede falsche Menschenfurcht fällt dann weg. Die Bibel lehrt uns, wir müssen die Ältesten achten und wir müssen Prediger ehren und schätzen, die das Wort Gottes recht predigen, und da fällen mir viele Namen ein, die groß sind. John Piper, Paul Washer, wie sie alle heißen, ja. Aber es darf auf gar keinen Fall so ein Promi-Gehabe um sie gemacht werden, wie aber oft gemacht wird. Bei uns weniger, ja. Keiner von euch kennt die Namen wahrscheinlich, außer die Gabriele vielleicht, die ich gerade erzählt habe, oder vielleicht auch du. Aber wenn wir realisieren, Gott ist der Urheber aller guten Dinge. In uns selbst und in anderen. Ja, das bedingt, dass wir auf keine anderen Menschen auf eine falsche Art und Weise aufschauen. Wir sollen, bitte versteht mich nicht falsch, wir sollen göttliche Menschen ehren, aber wir sollen sie nicht verehren. Ja. Und wenn wir das verstehen, was das heißt, dann bewahrt uns das davor, dass wir Menschen auf eine falsche Weise verehren. Aber gleichzeitig, wenn wir Großes wirken können, wenn Gott durch uns Gutes wirkt, dann bewahrt uns diese Wahrheit vor Stolz. Weil wir sehen, okay, all die guten Dinge in uns, die sind einzig allein ein Werk Gottes und deswegen preisen wir ihn dafür. Und wenn wir in unseren Freunden, in unseren Brüdern Weisheit und gute Dinge und Wachstum sehen, dann preisen wir Gott dafür, nicht sie. Weil wir sehen, Gott hat was Gutes gewirkt in ihnen. Preist dem Herrn. Ja, das soll uns diese Haltung hier geben. Bitte schlagen wir noch ein paar Verse auf. Römer 8. Verse 28, bitte. Verzeiht mir, dass es so bunt durcheinander gemischt ist. Ich hätte es besser organisieren können, dass man nicht zu viel blättern muss. Römer 8. Römer Kapitel 8. Also, Römer 8, Verse 28 bis 39. Freitagabend zu planen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was für ein Vers. Alle Dinge, die uns geschehen, die passieren so,
dass sie im Endeffekt auf eine vielleicht nicht für uns sichtbare Art und Weise zum Besten dienen. Alle Dinge. Ja, und ich denke da an Krankheit, ich denke da an den Tod von Geliebten oder was auch immer. All diese Dinge, auch wenn in unserem Verständnis das nicht wahr ist, auch wenn wir es nicht sehen, wie, all diese Dinge vermag Gott, der Souveräne, für unser Bestes zu lenken. Ob es ein Lohn im Himmelreich ist, den wir jetzt noch nicht erahnen, den er uns dafür geben wird. Weil Jesus hat gesagt, ich sage euch, alles, was ihr verlasst, wird euch vielfach im Himmelreich gegeben werden. Also wir werden Lohn empfangen für die Dinge, die wir dem Herrn Jesus jetzt opfern. Sei es eine Freundschaft aus irgendwelchen Gründen, sei es was auch immer, ja, sei es, wie zum Beispiel bei Moslems oft der Fall sein wird, wenn man aus der Familie ausgestoßen wird für den Namen des Herrn Jesu. Ja, all diese Dinge werden als Lohn im Himmel angerechnet. Gott vermag es, auch wenn es nur das ist. Was heißt nur? Das ist gigantisch. Auch wenn es ein Lohn im Himmel ist. Aber im Endeffekt wird Gott alle Dinge auf irgendeine Art und Weise für uns zum Allerbesten richten. Ob es ein Lohn im Himmel ist, ob es eine große, große Lektion ist, die wir sonst hätten nie lernen können. Ob es eine Charakterveränderung ist, die uns dem Herrn Jesus ähnlicher macht. Egal was es ist, alle Dinge passieren so, dass sie uns zum Besten dienen. Und das ist eine, wenn man das beherzigt hat und versteht, was das für ein souveräner Gott ist durch die Bibelstellen, die wir gelesen haben, dann lässt uns das staunen. Dann lässt uns das ruhig schlafen, weil wir das wissen, dass Gott wacht über uns und nichts geschehen lässt, was nicht im Endeffekt auf irgendeine Weise, auch wenn es schmerzvoll ist, zu unserem Besten wäre. Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, oder hier steht auch im Vers zuvor erkannt hat, und ich glaube, dass das zuvor erkennen nicht heißt, dass er jetzt zuvor in der Zeit vorgeschaut hat, sondern das Wort erkennen heißt in der Bibel auch oft innig haben. Wir lesen in der Bibel, dass jemand seine Frau oder seinen Ehemann erkennt. Das ist so oft auch so eine Beschreibung für was ganz Inniges, für eine ganz innige, enge Beziehung. Und ich glaube, das heißt Folgendes. Die, mit denen Gott schon, bevor wir noch waren, uns in inniger Beziehung in seinem Gedächtnis hatte, bevor wir noch gekommen sind. Vers 29, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Oh, das ist diese Ruhe in diesem souveränen Gott, von der ich gesprochen habe. Wenn wir sehen, wer Gott ist, wie mächtig und fähig er ist und wie weise er ist und was seine Souveränität bedeutet, dann wissen wir, kein Mensch kann aufstehen gegen uns außerhalb dem Willen Gottes. Kein Mensch kann gegen uns ankommen außerhalb dem Willen Gottes. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, J.I. Packer oder einer von diesen großen Köpfen hat einmal gesagt, wir sind unsterblich bis zu dem Tag, an dem der Herr Jesus bestimmt hat, dass wir sterben. Und das ist ein guter Satz. Wir können, wenn Gott uns sendet, in die Mission gehen und predigen an gefährlichen Orten unter Rechtsradikalen, Linksradikalen, wo auch immer. Und wir wissen, es passiert nur das mit uns, was Gott bestimmt hat. Das sollte uns Ruhe und Freimütigkeit geben. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine Aussage. Nichts, was ist, keine Engel, keine Gewalten, keine Mächte, niemand vermag es,
den souveränen Plan Gottes zu vereiteln. Ja, hier steht, wir sind geachtet worden wie Schlachtschafe. Es kann sein, dass wir getötet werden um des Evangeliums willen und dass dieses oder jenes mit uns passiert. Aber trotzdem, Vers 37, in all dem überwinden wir weit. Warum? Weil Gott souverän ist. Und niemand kann seinen Plan vereiteln. Nimmt das irgendeine Verantwortung von uns weg? Nein, wie wir gerade gelesen haben. Wir sollen umso eifriger dem Herrn dienen, umso mehr darauf bedacht sein, dass wir heilig sind, dass wir rein sind, dass wir Gottesfurcht haben, weil wir erkennen, es hängt alles nicht von uns, sondern von diesem Gott ab. Das bringt Gottesfurcht in unserem Leben. Ja, wir sollen nicht passiv werden, sondern wir sollen in dieser Wahrheit Frieden finden, Ruhe finden, Motivation finden, dem Herrn zu dienen. Schlagen wir auf bitte Philipper 4, Verse 6 und 7. Ganz kurz nur. Philipper 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, wir sollen zu unserem Vater kommen und ihm mit Flehen und mit Danksagung, den Dank, den er verdient hat, unsere Anliegen vor ihm kund werden lassen. Und dann, was passiert? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben Glauben in einen souveränen, allmächtigen, liebenden Gott, der für uns steht. Und wenn wir diesem Gott, der durch den Herrn Jesus einen Weg bereitet hat, dass wir zu ihm kommen können, dass wir zu ihm beten können, wenn wir wissen, diese Gebete sind vor ihm, vor genau diesem Gott, das bringt einen Frieden mit sich, der im schlimmsten Chaos, in der Krankheit, in Verfolgung, in allen Dingen uns ruhig schlafen lässt und uns wissen lässt, nur das, was Gott bestimmt hat, wird eintreffen. Nur das, was Gott bestimmt hat, kann passieren. Wenn Gott nicht will, dass ich Covid bekomme, kann ich mich, auch wenn es nicht weiß ist, das zu tun, ja, aber angenommen, Gott sendet uns zu irgendeinem Dienst und wir kommen mit Covid-kranken Menschen in Kontakt. Wir werden nicht krank, wenn Gott das so nicht vorher bestimmt hat. Sondern nur, und ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass wir krank werden. Ich sage nur damit, auch wenn es passiert, liegt es in Gottes allmächtiger, souveräner Hand. Und selbst wenn wir sterben, dann werden wir auf irgendeine Art und Weise, wird das zu unserem Besten gewesen sein und es wird dem Herrn Jesus Ehre geben und uns verherrlichen. Und ihn verherrlichen, Entschuldigung. Und deswegen können wir in dieser Lehre, in der Erkenntnis von diesem Teil, von diesem Teil des Charakters Gottes, ja, Ruhe finden, Frieden finden. Ich habe noch ein paar Schriften, ein paar wenige. Bitte schlagen wir auf. Nein, das haben wir schon gelesen. Ja, ich habe noch eine Sache, die ihr nicht aufschlagen braucht. Sprüche 16, Vers 33. Und da steht, im Gewandbausch wird es losgeworfen, aber jede seiner Entscheidungen kommt vom Herrn. Wie oft haben wir blöde Zufälle, die unser Leben zum Positiven oder zum Negativen beeinträchtigen. Aber wir dürfen wissen, auch diese Zufälle sind nicht zufällig. Wenn jemand 100-mal eine Münze wirft, jede Entscheidung, wie diese Münze fällt, kommt auch vom Herrn. Es ist alles in der Vorhersehung, in der großartigen, liebenden Vorhersehung Gottes, der seinem Namen Ehre macht, durch das, was auf dieser Welt geschieht. Und deswegen können wir Christen durch die schlimmsten Zeiten gehen und wir können sehen, Gott ist für uns, wer ist gegen uns? Gott ist für uns. Was soll die Corona-Krise? Was soll der Staat? Was wollen sie? Ja, das heißt nicht, dass wir beschützt werden, wir werden schon ein bisschen geschützt, aber das heißt nicht, dass wir nie Leid erfahren, das meine ich damit. Aber es heißt, in all unserem Leid, was auch immer geschieht, können wir wissen, Gott ist der Urheber, er hat es zugelassen, er hat es vorherbestimmt und im Endeffekt wird er Ehre sich daraus gewinnen. Ja, und uns lohnen. Für uns wird es auch das Beste sein. Also ich bin mir bewusst darüber, dass das, was ich heute gesagt habe, jetzt nicht unbedingt so gängig ist in Österreich, dass man das so hört. Aber ich bitte euch, studiert's. Lest nach in der Bibel und die Bibelstellen, die ich vorgelesen habe, ob es sich so verhält, ob es so ist.
ob das das wirklich das bedeutet, was ich gesagt habe. Und lasst uns bitte nicht auf Kosten einer Wahrheit die andere ablehnen. Also, wie ich das vorher schon erklärt habe, das dürfen wir auf keinen Fall machen, wenn die Bibel etwas für wahr bezeichnet, auch wenn es in unserem Kopf nicht ganz verständlich ist, dann haben wir gehorsam zu sein und es als wahr zu sehen. Also, vielen Dank und bitte reden wir darüber, wenn noch was darüber gesagt werden muss oder soll oder wenn Fragen entstehen.